Nach der Platzierung der Blitzer an der Münsterstraße sollen nun 4 weitere Blitzer folgen, um die Sicherheit auf den Hammerstraßen zu erhöhen. Die Kosten dieser Blitzanlagen belaufen sich auf etwa 390.000 Euro. Noch stehe laut Stadt weder die Finanzierung noch der Zeitraum, in dem die Anlagen installiert werden sollen, fest. Die neuen Radaranlagen sollen nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch Rotlichtverstöße aufzeichnen. Momentan werden an 5 Standorten Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Die neuen Anlagen sollen stadtauswärts an der Richard-Wagner-Straße in Höhe Fritz-Reuter-Straße, auf der Dolberger Straße auf Höhe der Schlossstraße, auf der Werlerstraße Kreuzung Dr. Löb-Kaldenhof-Straße und auf der Ostenallee Höhe Fährstraße aufgestellt werden. Diese Standorte wurden durch intensive Geschwindigkeitsmessung in den vergangenen Wochen festgelegt. Neben einer Verringerung der Geschwindigkeitsverstöße und der Unfallquote an den genannten Standorten erhofft sich die Stadt zudem, die leere Stadtkasse mit den anfallenden Bußgeldern wieder ein wenig füllen zu können. 650.000 Euro wurden 2010 durch die bestehenden Blitzanlagen in die Kassen gespült. Ich würde sagen, das ist mal wieder eine neue Möglichkeit, der Stadt Geld zu machen. Und ich halte davon eigentlich überhaupt nichts. Ich denke, die Leute bezahlen schon genug an den Staat und an die Stadt. Finde ich keine gute Idee. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn man weiß, wo die Dinger stehen, dann soll man da vorsichtig fahren und dann kriegt die Stadt auch kein Geld dafür. Also ich beim besten Willen, ich verstehe es nicht.